Mannschaft, die wird vorgestellt. Die Stimmung, die ist riesengroß. Schwappt Laola durch das Rund, dann singt der Block schon los. Singen wir dann unsere Lieder, dann ist das toll, der Hit, Hit, Hit. Und wenn die Stimmung um sich greift, macht auch die Tribüne mit. Ja, wir schwören. An hier stelle, wer von Ihnen ist kein Borussia Mönchengladbach-Fan? Eins, zwei, okay. Was ist Ihr Fan? Ganz neutral. Ganz neutral. Ganz neutral. Gut. Ja. Auch neutral. Rein Interesse am Stadion und an Borussia Mönchengladbach. Na, wenn die Führung rum ist, ist das anders. Wie bitte? Wenn die Führung rum ist, ist das dann anders. Das ist meistens der Plan und manchmal funktioniert das. Wunderbar. Ja, wir bleiben jetzt ein paar Minuten hier unten in der Pressekonferenz. Die Pressekonferenz bei Borussia Mönchengladbach wird übrigens überall hin übertragen. Wir haben extra aus diesem Grund unter der Decke eine kleine Kamera installiert. Die überträgt die Pressekonferenz im ganzen Stadion. Über 250 dieser Monitore oder auf die großen Videoleinwände im Stadion oder hinter der Nordkurve. Denn wir sind der Meinung, das, was die Trainer sagen, interessiert uns auch und soll auch den Fan interessieren. Denn meistens haben wir die Fans anders Spiel gesehen als die Trainer. Gehört einfach heute mit dazu. Ja, und bevor wir gleich durch den Borussia Park gehen bzw. fahren werden, da wird gerade mitgefilmt, sehe ich gerade schon. Ist das erlaubt? Ja, das wollte ich gerade sagen. Also im Namen von Borussia Mönchengladbach ist das Fotografieren und das Filmen hier im Borussia Park bei einer Stadionführung ausdrücklich verboten. Erwünscht. Ach, erwünscht. Gott sei Dank. Jetzt komme ich hier den weiten Weg schon an und kann hier nichts machen. Ne? Muss wohl allerdings dazu sagen, ich gehe traditionell nachher mit der Gruppe immer duschen, da bleiben die Kameras draußen. Alles gut, Sie merken schon, der ein oder andere Spaß gehört einfach heute bei mir halt links dazu. 118 Jahre ist die Borussia mittlerweile alt, am 1. August gegründet. Das hier, das waren die damaligen Gründerväter von Mönchengladbach, von den Preußen Borussia Mönchengladbach, damals im Stadtteil Alken. Also mittlerweile eine lange, lange Geschichte. Vereinsfarben sind bekannt, schwarz-weiß-grün. Und mit unserem neuen Relaunch, so nennen wir den einfach mal, die Borussia hat es neu aufgestellt. Aus der Fohlenelf wurden nur kurz vorm die Fohlen und wir haben einen neuen Leitspruch, das sind wir sind Borussia, wir sind die Fohlen. Fünfmal wurden wir Deutscher Meister, dreimal wurden wir den DFB und zweimal den UEFA-Pokal. Und wie man sehen kann, 95, das ist so lange her, viele können sich gar nicht mehr daran erinnern. Und deshalb haben wir auf dem Zeitstrahl ein bisschen Platz gelassen, sodass wir da irgendwann mal noch was hinmalen können. Das wird ein bisschen dauern, glaube ich schon. Wobei ich der Meinung bin, wenn hier das Jahr 2011 stehen würde und die folgenden vier Jahre, dann waren das wie kleine Gewinne für die Borussia. Denn mit dem damaligen Nichtabstieg gegen den VfL Bochum, dann Euroleague, Champions League, das sind die kleinen Pokale. Das waren nie Geschenke für einen kleinen Verein wie Borussia Mönchengladbach, der nun mal nicht in der Strahlkraft des Geldes so stark liegt wie andere Vereine in Deutschland. Unser altes Stadion, der Bökeberg, wer kannte noch den Bökeberg? Ja, auch da hinten, wunderbar. 20.09.1919, das erste Spiel am damaligen legendären Bökeberg, hieß damals aber noch De Kull. Weil das Stadion wurde gebaut in einer alten Sandkulle und deshalb sagte der Volksmund Jontmo zu Borussia, Jontmo in de Kull. So war das damals nach dem Ersten Weltkrieg. Letztes Spiel am 22.05.2004, der letzte Torschütze damals, Ari van Lent, beim Spiel gegen 1860 München. Da habe ich gerade noch drüben getroffen. Mal sehen, vielleicht haben sie ja wirklich noch ein Selfie mit dem zusammen. Müssen wir mal schauen. Und die Kapazität damals 34.500 Zuschauer. Und dann haben wir überlegt, der höchste Sieg 11-0 gegen Schalke 04, aber wir wollen noch die Niederlagen nicht vergessen oder verschweigen. Ein 0-7 gegen Werder Bremen 1966. Lange, lange ist es her. Der Borussia-Park, aufgeteilt in Oberrang und Unterrang, mit einem aktuellen Fassungsvermögen von 54.022 Besuchern. Und die maximale Zuschauerzahl würde tatsächlich ergeben 59.736 Zuschauer. Haben Sie eine Idee, wie das funktioniert? Haben wir alle einen am Schoß sitzen oder wie geht das? Irgendwas wird dazu stehen oder so.
Ganz genau, sehr clever. Denn wir haben tatsächlich das Stadion so gebaut, wir können die Blöcke 2 bis 5 ausräumen und aus den Sitzplätzen Stehplätze machen. Was ja ganz cool ist, bei Spielen wie gegen Bayern München, Dortmund, Schalke, früher mal Köln. Andere Geschichte. Das bleibt allerdings nur ein Traum, obwohl das Stadion so gebaut wurde, infrastrukturmäßig mit allem drum und dran. Denn wir müssen uns immer vor einer Saison entscheiden, welche Kapazität wir machen. Denn mittlerweile sind hier im Süden so viele Dauerkarteninhaber, dass man dem Dauerkartenbesitzer nicht sagen kann, über uns nächste Woche musst du wieder stehen, dann kannst du wieder sitzen, dann bleibt er auch, ne, die haben sie nicht alle. Also Kapazität bleibt bei 54,22. International, da wird der Gästeblock 6 in die Blöcke 13 bis 18 umgebaut in ein reines Sitzplatzstadion. Und obwohl hier im Norden überall Sitzplätze sind, kann ich Ihnen garantieren, da hat noch nie einer drauf gesessen. Ne? Wer einmal einen Stehplatzplatz hat, der wird den auch immer wieder so benutzen wie einen Stehplatz. Er braucht die Sitze quasi nur, um die Sachen hinzulegen. Aber laut der UEFA und der FIFA ist bei einem internationalen Spiel, Champions League, Euroleague oder Länderspiel, halt nur Sitzplätze erlaubt. Wir wollen auch nicht verschweigen, dass das Ganze ein bisschen Geld gekostet hat. Alles zusammen 95 Millionen Euro. Wenn Sie aber mal nur das Stadion sehen, mit 68,1 Millionen, was glauben Sie, ist das preiswert oder teuer? Sehr günstig. Das ist quasi ein Schnapper, was man hier rein sagt. Denn wenn Sie sich überlegen, das Rhein-Energiestadion in Köln wurde im Jahr 2005 für die WM 2006 umgebaut. Der reine Umbau hat damals 110 Millionen Euro gekostet. Also der Umbau eines halben Stadions. Oder die Turnhalle auf Schalke, ja, 220 Millionen. Und am teuersten in Deutschland, in der Bundesrepublik, die Allianz Arena in München mit 345 Millionen Euro. Und da muss man wirklich sagen, gut gewirtschaftet. Und das Stadion ist bald bezahlt, das ist unser Eigentum. Wir haben es nicht verpfändet oder einer anderen Firma gegeben. Und deshalb heißt unser Stadion immer noch Borussia Park und nicht irgendwie Allianz Arena oder wie auch immer. Wir sind bodenständig geblieben. Der Borussia Park, unser Food Sports Park. Ich sage es mal ganz liebevoll, mein zweites Wohnzimmer. Bei Borussia Mönchengladbach übertragen wir seit 13 Jahren alle Auswärtsspiele. Wir machen hier das Public Viewing. Und der Typ, der das moderiert, den sehe ich jeden Morgen im Spiegel. Also wenn Sie mal hier in der Nähe sind, kommen Sie ruhig mal vorbei. Macht immer viel Spaß, mit den Borussen-Fans zusammen Fußball zu gucken. Es gibt bei jedem Auswärtsspiel das Trikot der Borussia zu gewinnen, mit den entsprechenden Autogrammen. Also auch noch eine kleine Rarität. Insgesamt umgebaut auf 300 Quadratmeter Fläche und Platz bis zu 300 Personen. Eine Station, die wir heute nicht besuchen dürfen. Aber nicht nur heute, sondern im normalen Betrieb auch nicht. Denn das ist die Polizeistation Nummer 2 hier im Borussia-Park. Von hier wird das ganze Stadion überwacht. Allerdings da, wo die Kameras hängen und wie das funktioniert, das erzähle ich Ihnen gleich, wenn wir an exponierter Stelle stehen. Dann erzähle ich Ihnen mal, wie das Ganze funktioniert. Denn über 70 Kameras überwachen alles das, was hier im Stadion passiert. So sieht sie aus, die neue Kabine von Borussia-Mönchengladbach. Und Profis. Da kommen wir natürlich nicht rein. Weil einige der Jungs sind im Training und die lassen ihre Klamotten da liegen. Das ist quasi ihr zweites Zuhause. Und bei keiner Führung war jemals diese Kabine geöffnet. Wir kennen sie, ich kenne sie natürlich auch, weil ich als Moderator unterwegs bin. Aber bei einer Führung bleibt diese Kabine leider geschlossen. Wir sehen hier eine magische Zahl, 30, das ist der Countdown, wenn es rausgeht, zum Warmmachen. Ja, vorher die Besprechung, durchkneten etc. etc. Und dann heißt es noch 30 Minuten und dann geht's los. Und wie man sehen kann, vom Zeug war alles wunderschön vorbereitet. Die kommen nur noch mit ihren kleinen Klamotten, mit den Täschchen und dann wird hier Fußball gespielt. Und dann lassen die alles wieder da und gehen genauso wieder weg. Denn kein Profi nimmt die Sachen zum Waschen selber mit. Das war früher anders, ne? Ja, da hat die Mutter von Gerd Müller mal gewaschen oder von Bertie Fuchs. All das gibt es nicht mehr. Was allerdings bei Borussia gibt, das ist das Jugendinternat, unseren Fohlenstein. Hier sehen wir Frau Lindchens. Sie ist im Moment die Mutter von 12 Talenten. 12 Talente, wir bilden zum Fußballprofi aus. Denn es ist immer ganz wichtig, wir wollen Nachwuchs natürlich nach vorne bringen. Daher kommt der Name, die Fohlen. Und junge Pferde, die brauchen eine Führung. Und jetzt gucke ich natürlich heute mal keine Jungs da, die unter 10 Jahre alt sind. Denn wenn ich ihnen fragen würde, wer möchte Fußballprofi werden, heben alle die Hand. Ne? Und alle denken, Mensch, mit 15 Jahren kann ich da einziehen. Aber die Schule ist ja wichtiger als das Fußballspielen. Denn wenn es mit der Schule mal nicht klappt, dann werden auch die Verträge der Jugendlichen aufgelöst. Ne? Ganz klar, wenn es mit dem Profitum später nichts wird, eine abgeschlossene Schulausbildung bei Borussia, müssen die mit nach Hause. Allerdings, mit 12 Talenten ist uns das viel zu wenig. Die Borussia hat ein neues Haus gebaut, einen neuen Fohlenstall. Dort werden in kurzer Zukunft 24 Talente einziehen. Also wir verdoppeln unseren Ausbildungsbetrieb. Der Borussia-Park mit einem kleinen Blick in die Zukunft, die gar nicht mehr so lange dauert. Denn Sie haben den Neubau gesehen. So war damals die Studie. Und wir alle damals haben gedacht, nee, so kann das doch niemals aussehen.
Doch, es wird zu Hause. In der Tat. Denn hier wird auf 15.700 Quadratmeter Geschossfläche auf 5 Etagen, 3 Etagen Hotel werden mit 126 Zimmern. Wir haben oben unsere 5 Etagen Büros und oben der Medical Park, unsere Gesundheitsabteilung, halt einziehen. Unten Arztpraxen, Logen und Suiten und ganz unten das Museum und der Fanshop, der in der kommenden Woche eröffnet. Auch das ist ganz aktuell. Ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben. Am 11. Januar eröffnen wir auch das Hotel. Dann geht alles hier Zug um Zug. Wir haben nur 3 Monate Verzögerung. Das ist für einen Riesenbau von 31,8 Millionen Euro eigentlich recht sehr schön. Ja, 3 Monate Verzögerung. Ich glaube, jeder, der mal ein Haus gebaut hat, weiß, das ist eine gute Zahl, die man hier präsentieren kann. So sieht eins der Zimmer aus. Natürlich alles rund und mit Borussia Mönchengladbach. Ich freue mich jetzt schon auf die Kölner, wenn die da mal schlafen müssen. Wird wahrscheinlich eine unruhige Nacht. Unruhig soll es jetzt für Sie nicht werden, denn ich darf Sie nun einladen mit unserem Film, dem neuen Film von Borussia Mönchengladbach. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit unserem Film hier. Wir sind Borussia. Wir sind die Fuhr. Viel Spaß. Es gibt nichts mehr, 30.000 Karten,
sind erreicht. Aber wenn Sie sonst irgendwelche Fragen haben, durch, bitte stellen Sie sie. Ich versuche, sie dementsprechend zu beantworten. Außer Sie haben mit einem anderen zu tun, da kann ich dann leider nicht. So, wenn wir durch sind, dann würde ich sagen, so langsam auf. Viel zu viele. Ja, ich nenne die einfach so, ich nehme da kein Blatt von den Mund. Ich würde die zusammen einsperren, aber dann will die Polizei halt nicht. Ne? Die hätten ein bisschen mehr Ruhe. Also, den gleichen Gefängnistrakt haben wir quasi nochmal für die eigenen Idioten. Okay. Ne? So, das gehört einfach heute mit dazu. Warum haben wir zwei Gefängnistrakte vor? Müssen wir vorhalten. Ganz einfach, wenn Sie heute ein neues Stadion bauen und wollen internationale Spiele durchführen, dann ist das Pflicht. Ansonsten dürfen Sie keine internationalen Spiele durchführen. Das ist aber für die Gäste, ja? Das ist Gäste, ja. Für die eigenen haben wir das oben, ja. Also genau. Wie gesagt, weil ich mein vom Gästeblock ist, deswegen. Ja, bis dahin sind die ein bisschen cool down. Okay. Ja, das ist polizeistrategisch immer richtig, denn die werden ja unterirdisch hingebracht und nicht oberirdisch. Okay. Ja, und deshalb sind so viele Zugänge hier, um die hier zu verfrachten. Genau. Ja, wie gesagt, 2 Stunden nach dem Spiel, so lange bleiben sie hier. Auch hier 4K-Kamera überwacht. Wir sehen da vorne eine wunderschöne Dusche, haben sie schon mal reingeguckt. Ja, genau. Natürlich französische Toilette. Warum keine normale? Kann sich abgerissen werden. Genau, kann nicht abgerissen werden, kann nicht randaliert werden und man kann sich nicht mit verletzen. Ja? So, auch hier haben wir natürlich einen Alarmknopf für den Insassen, denn wir wollen ja nicht, dass dem schlecht geht. Ne? Wenn irgendwas fehlt oder wie auch immer, soll man sich damit bemerkbar machen. Haben Sie Fragen zum Gefängnis, Polizei Johansen, wenn wir das ein bisschen netter formulieren? Hätten Sie jetzt nicht gedacht, dass sowas hier gibt, ne? Nein. Ja. Reicht schon aus, 140? Ja, warte immer auf die Frage, ob es ausreicht. Also, allein in der letzten Saison hatten wir hier bei 7 Spielen keinen einzigen, außer den Kollegen der Polizei. Nicht so schön. Ja, und seitdem es den Großhändler so gibt, seit 2004, hier unten war noch nie ausverkauft. Ja. Ja, immer will komportieren, auch gerade gegen Köln, das garantiert die Hütte voll. Nein, totaler Quatsch. Auch der 1. FC Köln, die haben 99% hervorragende Fans. Und die haben genauso 1% oder 2% Fans, die über die Stränge schlagen, wie uns auch. Ja. Ihm brennt eine Frage auf den Lippen. Noch keine? Nö. Aber du wolltest jetzt hören, ne? Ganz genau. Also, der Fußball ist gar nicht so schlimm, wie er manchmal in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Ja? Das ist leider, wenn ich hier meine neuen niederländischen Freunde sehe, in Belgien ein bisschen anders. In Belgien ist der Gewaltausbruch bei jedem Spiel sehr hoch. Wir waren jetzt in Genk bei den Kollegen und die haben teilweise bis zu 100 Verhaftungen pro Spieltag. Ja? Die kommen auch nicht wegen des Spiels, sondern einfach nur, weil die Stress machen wollen. Ne? Für die ist der Fußball nur Mittel zum Zweck, sich zu treffen. Und das ist Gott sei Dank in Deutschland nicht der Fall. Hättest aber nicht gedacht, ne? Ne, okay. So, wer keine meine Frage hat, ich glaube, schönere Orte als im Gefängnis. Kommt hier auch. Ja. Yeah.
Wenn Sie hier sitzen, sage ich immer, dann haben Sie es geschafft. Dann sind Sie entweder Trainer, Betreuer, Spieler, Arzt oder was auch immer abfließen konnte. Also wurde der Rasen faul, unten drunter, die Wurzel konnte nicht mehr anbinden. Und so war irgendwann mal alles zu spät. Und wer sich an das letzte Spiel hier gegen Borussia Dortmund erinnert im vergangenen Jahr, als der Patchwork-Teppich hier lag. Also ich hatte Dienst im Stadion, ich war um 12 Uhr hier, ich kam hier raus, ich habe gedacht, wo bin ich denn hier? Ja, das war gruselig und Borussia Dortmund hat damals unter Protest gespielt, sie haben nie rausgekommen, aber in der Tat war es so, jetzt haben sie Gott sei Dank in Anführungsstrichen 1-0 gewonnen, der Stress wäre riesengroß gewesen. Ja? So, heute hält der Rasen wieder so lange, warum? Nicht, weil wir die besten Greenkeeper haben, sondern einfach, weil der Untergrund wieder in Ordnung ist, weil alles das wieder hergerichtet ist. Denn Rasen, das ist das Arbeitsfeld der Profis, der Spieler. Das muss top sein. 12 Greenkeeper arbeiten bei Borussia Mönchengladbach. Nicht nur für den Rasen, sondern für die ganze Anlage natürlich. In der ganzen Stadt Mönchengladbach sind 16. Also da sieht man mal, wie wichtig hier das Umfeld ist. Die Grünen, wie wir sie halt immer wieder liebevoll nennen, dass die hier einen tollen Job machen. Und die sind die Ersten, die morgens da sind und sind gerade am Spieltag die Letzten, die nach Hause gehen. Ja? Aber die Qualität zeigt eigentlich alles. Wenn wir hier sitzen, vor 2,5 Jahren kriegen wir mit dem Erreichen der Champions League neue Videowände. Wenn Sie mal schätzen wollen, wie groß ist denn eine Videowand, wie viele Quadratmeter? 40, okay. 20. Sie sagen mehr, okay. Also bisher habe ich nur 20, 40 oder mehr gehört, können auch 41 sein. In Wirklichkeit ist eine Wand so groß wie eine große Wohnung. 84 Quadratmeter. 7 mal 12 Meter, so groß sind manche Wohnungen, nicht von Gästen, die ich hier begrüße. Also man sieht, es ist, ne, wenn man hier unten sitzt, ist täuscht. Und jede der Anzeigetafeln wiegt 9000 Kilogramm, 9 Tonnen. Ja, wenn Sie die zu Hause aufstellen wollen, dann brauchen Sie ein tiefes Wohnzimmer. Wir schauen zur Linken in die Nordkurve. 14.600 Stehplätze, alle natürlich ausverkauft. Die Nordkurve, legendär, kommt aus dem Bökeberg, wurde mit hier rübergetragen. Natürlich, sie liegt nicht ganz im Norden, da haben wir so ein bisschen geschummelt, aber es passt halt nicht anders. Ja, sie ist ein bisschen paar Grad abweichend, aber ansonsten stimmt es ganz genau. Und die Kurve kann halt dementsprechend umgebaut werden, muss umgebaut werden bei internationalen Spielen. So, dann schauen wir hier rüber. Die Blöcke 6, 6a, 7 und 7a, das ist der Bereich für die Gäste. Insgesamt bekommt jeder Gast 10% des Fassungsvermögens, das heißt 5.400 Karten. Ja, wenn zum Beispiel Wolfsburg kommt, dann schicken wir 4.800 Karten wieder zurück. Die brauchen so wenig, genau wie Leverkusen leider auch. Schöne Frage, 2 Tage. 8 Mitarbeiter, 48 Stunden. Gerade vor 3 Jahren in der Euroleague, da war es ja wirklich so, dass wir donnerstags abends um 21 Uhr Spiel hatten und sonntags um 15.30 Uhr das nächste. Die waren wirklich noch warm, die Stühle, da musste alles gearbeitet werden. So, sie lagern in der Nähe hier in Brüggenbracht, im alten Deponiegelände der Engländer. Dort sind die ganzen Stühle untergebracht. Aber logistisch natürlich, da darf kein Stuhl falsch stehen, dann hat man ein Riesenproblem. Das ist wie ein Puzzle, dann passt es einfach nicht mehr. Sonst noch Fragen hier unten auf der Auswechselbank? Warum werden zum Beispiel beim DFB-Pokalspiel, warum wird da oben die Werbung abgeklebt? Genau. Also wir nennen das hier im Stadion, das Stadion wird neutralisiert. Denn alle Werbepartner, die hier hängen, die haben dem DFB kein Geld gegeben. Und genau deshalb wird jedes Stadion in der ganzen Bundesliga immer abgeklebt. Und nur die Sponsoren, die da hängen und dementsprechend sichtbar sind, sind quasi die Hauptsponsoren des DFB-Pokals. Die sind in jedem Stadion gleich. Auch die Anordnung, wer wo steht, wo VW steht, etc. etc. Deshalb wird auch die Auswechselbank abgeklebt, der Postbank da. Nur die Ausnahme ist die Trikotwerbung. Ansonsten muss alles neutralisiert werden. Sonst noch eine Frage? Keine Frage. Gut, wer von Ihnen hat Höhenangst? Keiner. Denn ich möchte mit Ihnen jetzt ganz nach oben auf die Pressetribüne fahren. Okay? Dann würde ich sagen, los geht's.
Die Kamerateams hier ankommen, die Journalisten mit ihren großen Koffern, mit dem Wagen, hier war alles ziemlich kaputt. So, dann haben wir gesagt, mein Gott, das kann ja nicht wahr sein, haben wir renoviert und dann hatten wir die Idee, wie könnten wir den Raum schützen. Und dann haben wir halt Bilder aufgebracht vom Champions League-Spiel in Manchester City, als damals der komplette Borussia-Park in eine Choreografie getaucht wurde. Und wie Sie sehen, der Raum ist immer noch sauber, hat sich hier nicht viel getan. Und zu dem Spiel möchte ich vielleicht noch kurz erwähnen, für alle, die es nicht wissen, es war die erste Choreografie in Europa eines ganzen Stadions, wo sogar die VIP-Tribüne mitgemacht hat. So, und bezahlt hat das nicht Borussia Mönchengladbach, sondern das Fanprojekt, die gestern hier 30-Jähriges gefeiert haben. Ja, und dann kam plötzlich der Tag, dann hat man mal alle Zahlen zusammenaddiert und dann stand da unten drunter eine Summe von 20.000 Euro. Also diese Choreografie hat 20.000 Euro gekostet. Oh, hat das Fanprojekt gesagt, da haben wir viel. So viel haben wir ja gar nicht. Und dann hat man am nächsten Heimspieltag in der Bundesliga hat man eine Aktion gestartet und hat alle anderen Borussen-Fans gebeten, vielleicht einen Cent, 10 Cent, 50 Cent oder was auch immer, in Klingelbeutel zu packen. Und was kam raus? 30.000 Euro. Dann hatte das Fanprojekt nochmal 10.000 Euro über, um noch zwei kleinere Choreografien zu machen. Also auch hier war wieder klar, eine Familie. Ne? Hier hilft man sich. So, wir gehen auf die Pressetribüne. Sie dürfen nochmal Platz nehmen, wo normalerweise nur die Reporter sitzen. Ja? Folgen Sie einfach mir ganz kurz, dann zeige ich Ihnen, wo sich Ihnen besser können. ...216 dieser Plätze haben wir hier bei uns im Stadion. 174 sind ständig besetzt, denn bei Borussia sind ständig akkreditiert 174 Reporter. Ja? Die haben auch immer ihren gleichen Platz. Und für alle die, die an den Tischen sitzen, die kann man hochklappen. Und wenn Sie hochklappen, sehen Sie darunter Anschluss, Internet, Stromanschlüsse. Es ist alles vorbereitet. Die Reporter kommen quasi nur mit ihrem Laptop, Plug and Play und los geht die Show. Ja? Von hier der ungetrübte Blick natürlich aufs Spielfeld. Wie man sehen kann, jetzt fehlen mir nur die Tore oben. Warum haben wir die Tore nicht auf dem Behalten, zum Beispiel? Genau, wegen der Platzpflege. Es ist heute einfacher, die Tore aus jedem Spiel rauszunehmen. Die Platzpflege ist nicht einfach. Dann haben wir, ich bin mir sicher, Sie würden mir eh gleich die Frage stellen, solche Ungetüme auf dem Rasen stehen. So, Sie wollen jetzt natürlich wissen, ne, was ist denn das? So ungefähr, ja? Nur anders. Nur anders. Denn was da steht, ist im Moment in der Fußball-Bundesliga einzigartig. Borussia Mönchengladbach hat vor jetzt 2,5 Jahren etwas entwickeln lassen, nämlich eine Rasenheizung von oben. Von unten haben wir sowieso schon eine. Denn damals, als der Rasen immer wieder kaputt, Rohr oder auch dementsprechend Faulstellen dort waren, hat man dann geguckt in anderen Stadien, da wird das ja mit riesen Heizstrahlern und Heizkörpern geheizt. Ja, allein auf Schalke sind tausende von diesen wirklich wahnsinnigen Lampen, in München noch schlimmer. Und das kostet ein Vermögen. Ja, wenn Sie dann sehen, wie der Stromzähler sich dreht, so schnell können Sie gar nicht gucken. Und dafür waren wir nicht zu bereit. Und dann haben wir mit einer Firma gemeinsam was uns einfallen lassen, ob das nicht auch mit LED funktioniert. Nur LED ist natürlich viel kälter, braucht aber weniger Strom. Nach 6 Wochen Probe haut der Greenkeeper mir die halbe Schulter weg und sagt zu mir den Satz, den ich nie vergessen werde, das wächst. Ich wusste gar nicht mehr, was der meint. Und in der Tat, es funktionierte. 95% weniger Energie wird hier verbraucht als in anderen Stadien. Dadurch haben wir den Nachhaltigkeitsreport in Nordrhein-Westfalen 2017 gewonnen, weil man was für die Umwelt tut. Ja, auch das mega, mega wichtig. Ja, und heute stehen die Apparaturen hier. Sie sehen verschiedene Farben. Lila ist zum Beispiel Tiefenwärme. Geht noch tiefer, geht bis an die Rasenwurzel. Die Rasenwurzel wird dadurch fester und der Rasen kann gedeihen. Dies momentan sieht man nicht, die Ultraviolett, das ist die tiefste. Die geht noch tiefer, die geht bis in die Drainageschicht. Und die gelbe ist quasi für die Oberfläche, da wo im Moment Schattenplätze sind, wo es halt teilweise auch gefroren heute Morgen, die werden hin und her gefahren. Der erste Verein der Fußball-Bundesliga, die hörten, dass es sowas bei Borussia kaufen. Wissen wir, wer es war? Bayern. Was haben wir gesagt? Nee. Denn mit der Firma gemeinsam haben wir, sind die Patente angemeldet worden. Also ab 2019 laufen die aus und dann ist die Firma natürlich auch bereit, die Dinge zu verkaufen. Aber 2 Jahre standen die bei uns technisch, also nicht ganz so teuer. Das mit der Oberflächenwärme kostet 100.000 und die anderen 120.000 und 140.000. Türme hängen, links und rechts neben der 22a. Die Kameratürme verbinde ich immer mit Lucien Favre. Wie gesagt, damals, als die Kameras neu installiert wurden in der ganzen Bundesliga, das sogenannte Tracking System, hatte ich abends ein Interview mit Lucien Favre. Und tagsüber stand in der Zeitung, Lukas Podolski ist der faulste Spieler der Bundesliga. Kein Witz.
Der lief im Spiel nur im Schnitt 7,1 Kilometer. Und normaler Bundesliga-Profi über 10 Kilometer. Jetzt sitze ich abends hier mit 48 Gästen und Lucien Favre. Und dann habe ich ihm die Frage gestellt, Herr Favre, was halten Sie von so einer Schlagzeile? Ich werde es nie vergessen. Da sagt er zu mir, Herr Schiffers, wenn der in dem Spiel 5 Tore schießt, ist mir das furchtbar egal. Ja, will einfach nur heißen, das ist ein Ding, das möchte die DFL, der Deutsche Fußballbund, die Deutsche Fußballliga, den sogenannten gläsernen Fußballer. Man soll ja alles über die Fußballer, die hier spielen, erfahren. Ne, wie viele Fehlpässe mit links, wie oft hat er aufs Tor geschossen, wie viele Kilometer ist er gelaufen. Und Lucien Favre war jemand, der sagt, das interessiert mich überhaupt nicht. Wenn ich dem Spieler einen Job gebe, dann kommt er vielleicht noch 5 Kilometer. Dann ist das eben so. Ja? Aber kommen wir jetzt zur neuen Zeit, 2018, 19. Noch haben wir hier 2 Kameras hängen. Und ab 2019 wird der Borussia Park ausprobiert. Dann hängen über dem Stadion die Tracking Systems, damit man noch mehr Daten über die Spieler erfährt. Ja. Früher hat man einfach gesagt, zieh die Schuhe an und lauf. Ne? Genau. Also es wird alles technischer und es wird alles halt erneuert. Haben Sie Fragen hier auf der Pressetribüne? Eine Gruppe, die wunschlos glücklich ist. Gut. Dann gehen wir nach draußen und gucken uns den Neubau, die 31,8 Millionen Mann von luftiger Höhe an. Sehen können. Hinter dem Gebäude haben wir noch einen Fußballplatz, den Platz 10. Das ist der sogenannte Fohlenplatz. Dort spielt die U17 und die U19 von Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga-Nachwuchsrunde. Mussten extra dafür bauen, ne, damit die nicht mehr woanders hinfahren mussten. Und was ganz Neues, dahinter ist noch ein großes Gelände. Das haben wir gerade gekauft. Weil wir gerade festgestellt haben, wir haben immer noch zu wenig Platz. Ja? Also wenn sie mir das vor 13 Jahren gesagt hätten, dann hätte ich sie ausgelacht. Und gesagt, wird nicht passieren. Aber die Borussia nicht mehr, erst dann, wenn das Geld da ist, dann wird gebaut. Und mit Fug und Recht könnten wir behaupten, wir hätten das Haus bar bezahlen können. Ja, aber warum? Bei dem Zinssatz haben wir ein Drittel unbezahlt, zwei Drittel bezahlen wir ab. Alles wunderbar. Und auch da sichere Nummer, denn Caro Fels haben für 5 Jahre gepachtet und durch die 5 Jahre sind wir schon gewusst. Ob da jemals einer drin schläft, ist uns dann egal. Ja? So, ich weiß, jetzt sagen Sie, Mensch, ein Hotel, 5 Etagen, 126 Zimmer, 5 Suiten. Bisschen wenig, ne? 17 Heimspiele, rechnet sich nicht. Das Hotel wurde nicht für die Heimspiele gebaut, sondern für die Zeit dazwischen. Hier im Borussia Park finden jährlich 400 Veranstaltungen statt, die nichts mit dem Fußball zu tun haben. Und wenn die hier Tagungen haben oder Messen, dann wohnen die in Düsseldorf und die Nachbarn in meiner Stadt, in Viersen, gleich um die Ecke, egal wo. Und damit haben wir natürlich eine neue Kategorie erreicht, dass die gleich hier schlafen können, hier frühstücken können, essen können und dann gleich übergehen zum Tag. Wir versprechen uns eine super Synergie, dass alles funktioniert. Und ich bin ganz ehrlich, das wird funktionieren. Garantiert. Und die Veranstaltungen werden noch mehr werden. Wir bekommen neue Räume dazu, noch mehr Veranstaltungen machen können. Also ich darf Ihnen ein großes Wert sagen, Borussia wächst, wächst, wächst. Auch sportlich funktioniert es ja auch. Weil das ist ja am Ende des Tages das Wichtigste. Haben Sie sonst noch Fragen? Keine mehr. Dann fahren wir eine Tasche. Ja, über die Mönchengladbach. Da hat man hier natürlich gesagt, bauen wir hier eine Mini. Untergebaut war die Mini Korea zu Anfang hier auf der 3. Etage auf 750 Quadratmeter. Und dann im Jahr 2009 haben die halbe 2. Etage auch noch leergeräumt für die damalige Medico-Rea, heute Medical Park. Und so ist der Medical Park hier untergebracht im Haus auf 950 Quadratmeter. Aber Problem war, man kriegt keine Termine. Denn nicht nur die Spieler, wir Mitarbeiter, wir trainieren hier und wir können uns fit machen lassen, sondern alle, die hier hinten überwiesen werden, die eine Verletzung haben, können hier bei den besten Physiotherapeuten sich wieder fit machen lassen. Wie gesagt, Problem war nur, man kriegt keine Termine. Und so zieht der Medical Park hier aus. Geht ins neue Gebäude auf die oberste Etage auf 1588 Quadratmeter Fläche. Also fast verdoppelt. 30 Physiotherapeuten, Athletiktrainer und Masseure arbeiten hier für uns für große Mühe. Ja, das werden Sie mal verletzen, gönne ich Ihnen nicht, aber hier werden Sie noch viel gemacht.
Ja, meine Damen und Herren, hier oben stehen Sie, die großen Kameratürme von Sky oder auch von uns, von unserem eigenen Videoanalysten, der allen Positionen auf einer gegenüberliegenden Seite erkennen kann, ob der Spieler nur Hand gemacht hat oder einen Foul begangen hat oder was auch immer. Ich möchte hier nicht diskutieren über den Videobeweis. Ich bin jetzt wohl der Meinung, er funktioniert immer besser, ihm vielleicht auch mal ein bisschen Zeit geben. Ja? Lassen wir uns einfach mal so dahingestellt. Aus dieser Entfernung wird das Bild hier in die Polizeistation gebracht. Das ist auf einem 1,30 Meter großen Monitor. Das Bild aus dieser Entfernung ist so gestochen scharf, dass Sie jede Sommersprosse zählen können. Dieses eingefrorene Bild wird dann zu den Kollegen im Süden geschickt, zu den Polizisten auf die iPads und iPhones. Und wenn der nachher rauskommt, heißt es du raus. Trefferquote 9 von 10. Also einer geht da durch. Ja, und das schon immer. Immer wieder wird gefragt, auch gerade jetzt wieder beim Düsseldorf-Spiel, warum gehen die Ordnungskräfte, die Polizei nicht in den Block? Die Antwort ist ganz einfach. Es lag an unserem damaligen Innenminister, an Herrn Jäger, der das sogenannte Deeskalierungsgesetz für Nordrhein-Westfalen ausgerufen hat, damit Menschen, die nichts damit zu tun haben, nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Deshalb dürfen die Ordnungsmannschaften, außer wenn Gefahr im Verzug ist, nicht in die Blöcke. Denn Sie können sich vorstellen, wenn dann da 20 Kollegen einmarschieren würden, dann würde das Spiel abbrechen. Mhm. Ne, weil dann haben sie echt Stress. So, der eine oder andere erinnert sich auch noch an das Spiel gegen Köln, als damals Karneval Samstag, die in den Maleranzügen da rauskamen. An dem Tag war ich Sicherheitssprecher oben in der Kabine. Und das werde ich mein Leben nicht vergessen, denn ich musste die Tür öffnen von da oben. Ja, bevor die erdrückt wurden. Und die kamen dann quasi auf den Platz. Aber Sie wissen es vielleicht nicht, die Borussia und der 1. FC Köln verklagen diese Person komplett zusammen. Alle 14 hat man ja bekommen und ich kann Ihnen garantieren, wenn die beiden mit dem fertig sind, die gehen nie mehr zum Fußball. Ne, so muss es auch sein. Ja, und 4 hier das letzte Spiel, wie bereits unten erwähnt, mit Ari van Lent als Torschützen. Wir haben auch das Tor im Film vorhin gesehen, ne, als er gegen 1860 München halt einsetzte. Der Bökelberg, unsere lange Spielzeit mittlerweile abgerissen, damals gebaut in einem reinen Wohngebiet. Und am schönsten waren die Mieter oder die Pächter der Häuser oder Käufer der Häuser, die Fußball doof fanden. Da sage ich immer, Junge, das Stadion steht seit 1900 da, so alt kannst du noch gar nicht sein, dass du hier ein Haus kaufst. Ja, aber alle waren natürlich froh, als der Bökelberg dann endlich abgerissen wurde. Und zum Abriss gibt es noch eine nette Geschichte. Wir standen hier, die Mitarbeiter, ich stand so an dieser Position, da stand der Chef des Bökelbergs, Toni Hering, und da stand der Sprengmeister. Ich werde es mein Leben nicht aus dem Kopf kriegen. Der Toni Hering, so hieß der Chef des Stadions, der stand da mit dem Finger und sagte zu dem Sprengmeister, du wirst dich wundern, der Bökelberg möchte nicht abgerissen werden, der wird sich wehren. Der Sprengmeister hat sich kaputt gelacht, denn er hatte die komplette Tribüne voller Dynamit gepackt. Und dann zählte er runter, 5, 4, 3, 2, 1, drückte auf den Knopf. Es gab eine Riesenexplosion und Riesenrauch und als der Rauch weg war, stand die Tribüne immer noch. Das ist kein Witz. Es dauerte 2 Minuten 20. Warum wissen wir das alle? Weil hier oben schwebt ein Hubschrauber und der hat das alles aufgenommen. Also wenn Sie nachher nach Hause kommen, bei YouTube oder bei meinem Video, wo auch immer, Bökelberg und Abriss mal eingeben, da sieht man, es wackelte alles, aber das Ding fiel nicht. Und der Toni Hering mittlerweile ist er dort oben im Himmel, der hatte recht. Denn das Stadion erkannt ist in- und auswendig, ist damals gebaut worden mit so viel Beton und Eisen, das konnte überhaupt nicht beim ersten Mal funktionieren. Eine zweite Sprengung war nötig, damit der Bökelberg fiel. Heute überall ein Familienhäuser, sehr, sehr exklusive Wohngegend. Da, wo früher Günter Netzer die Pässe schlug und Jupp Heynckes traf oder Wolfgang Otto Kleff die Bälle hielt. Die Anzeigentafel aus dem Bökelberg, sie ist natürlich auch hier, denn sie ist Mittelpunkt des Museums. Und als diese Anzeigentafel zu Beginn des letzten Jahres hier ankam, da stand das Haus ja noch nicht. Da habe ich mal nett gepostet bei Facebook, die erste Anzeigentafel, um die man ein Haus baut. Denn das Ding ist so opulent und es kam mir an, als ob der Heilige Gral nach Mönchengladbach kam. Ja, ich sage es immer wieder, eine Anzeigentafel, die nur den Spielschirm aufzeichnet, Borussia und Gäste und eine Uhr dran war und Sparkasse, die ist hier gefeiert worden. Ja, ich kann es überhaupt nicht verstehen, aber ist ja eine kultige Geschichte. Kommen wir mal zu den Räumlichkeiten hier. Das hier, das war die Geschäftsstelle von Borussia Mönchengladbach. Damals arbeiteten da 6 Menschen festangestellt. Heute arbeiten hier bei Borussia 161 festangestellt. 161. Vor 13 Jahren, als ich hier anfing, waren es 68, jetzt sind es fast 111. Da sieht man, wie die Borussia wirklich kontinuierlich gewachsen ist. Wenn wir uns umdrehen an der Wand, die Bilder des letzten großen Triumphes, links die Fankurve im Berlin-Olympiastadion, in der Mitte die 3 Torschützen zum 3:0, macht in Berlin Heiko Herrlich und Stefan Effenberg, der danach auch den Fans nochmal den Pokal stolz präsentierte. Und wenn wir uns umdrehen, da sehen wir hier die komplette Mannschaft. Und einer, auch mir sehr, sehr wichtig, der damalige Trainer, hinter dem Pokal liegend, Bernd Krause. Auch Krause war was ganz Besonderes, denn
Er war Dortmunder Junge, in Dortmund geboren, aber Nationalspieler für Österreich. Und in seinem ersten Länderspiel für Österreich hat er gleich ein Tor geschossen, es war ein Eigentor gegen Deutschland. Also wenn Sie bei Günter Jauch sitzen, ne? Kein Telefonton, da werden die Frage kommt, wissen Sie Bescheid. Später wurde er unser rechter Verteidiger und der letzte Trainer, der den Pokal holte. Und das mittlerweile auch schon wieder sehr, sehr, sehr lang. Dieses Jahr wird es mit dem DFB-Pokal auch nichts. Meisterschaft weiß ich nicht. Sagen wir mal so, wir warten mal ein Jahr. Haben Sie noch Fragen hierzu? 95. Denn ich möchte mit Ihnen gemeinsam die Uhr zurückdrehen. Nochmal 22 Jahre weiter zurück. Wo sind wir denn dann im letzten Jahr? Das war 95. Wir drehen über 22 Jahre zurück. Sind wir so angekommen? 73. Wir kommen jetzt zum berühmtesten Fußballsturz Borussia Mönchengladbachs Geschichte. Wir treffen uns auf der 1. 1700 Zuschauer in Düsseldorf, ein Stadion, ein Pokalfinale gegen den 1. FC Köln. Der Schullegendär, denn der Mann dort auf dem Foto, der mit den Händen vor dem Gesicht, das war Günter Netzer, der damals beste Spieler von Borussia. Ich behaupte, eigentlich aller Zeit. Ja? Gladbacher Junge kam vom FC Mönchengladbach zur Borussia. Er saß nur auf der Reservebank. Warum? Weil sein Trainer damals, Hennes Weisweiler, sagte, Günter, du bist mit deinen Gedanken nicht mehr beim Fußball, nicht mehr bei der Borussia, du sitzt nur auf der Bank. Zitat Günter Netzer, ich nur auf der Bank, dann fahre ich jetzt gar nicht mit nach Düsseldorf. Macht Spiele. Berti Fuchs, Jupp Heynckes und Hacki Wimmer haben dann mit ihm gesprochen und haben gesagt, bitte, tu uns einen Gefallen, mach keinen Stress vor so einem wichtigen Spiel, setz dich bitte auf die Bank. Er hat sich 90 Minuten wirklich mit diesem Gesicht dahingesetzt. Aber warum war mit seinen Gedanken nicht mehr bei der Borussia? Laut Hennes Weisweiler, ist ganz einfach, es wäre sein letztes Spiel gewesen, bevor er zu Real Madrid wechselte und kurz vorher starb seine Mutter. Also es passte wunderbar in dieses Bild. Naja, und die Geschichte, wenn man sie von den Protagonisten selber hört, hört sich immer anders an, als wenn man sie im Fernsehen von irgendeinem Reporter hört. Denn die Geschichte des Schuhs fängt jetzt an. Moment. Nach 90 Minuten stand es damals im Düsseldorfer Rheinstadion 1:1 gegen den 1. FC Köln. Die Hitze vergleichbar mit dem Sommer des Jahres 2018. Es war unsäglich. Wir sehen hier einen kleinen Kopf des Mittelfeldspielers Christian Kulig. Zitat, Günter Netzer sah ihn dort nie und fragte ihn, Chris, kannst du noch? Davon sagte Christian Kulig, Boss, ich kann nicht mehr, ich bin platt, ich kann mich überhaupt nicht mehr bewegen, meine Muskeln, alles tut mir weh. Und Günter Netzer hat sich gedacht, naja, ich habe mich 90 Minuten ausgeruht, ich bin fit, ich kann der Mannschaft helfen und zieht sich seine Klamotten aus. Dann läuft er sich warm. Alle im Stadion haben es gesehen, nur Trainer Hennes Weisweiler würdigt ihm keines Blickes. Knapp 9 Minuten ließ der Schiri damals unterbrechen aufgrund der Hitze. Er ließ zur Verlängerung anpfeifen und Günter Netzer geht zu seinem Trainer Hennes Weisweiler. Zitat, schaut ihm tief in die Augen und sagte zu ihm, Trainer, ich spiele dann jetzt. Und lief einfach spielen. Also die mehr von der Selbsteinwechslung war in der Tat so. Heute geht das nicht mehr, man muss sich heute anmelden mit dem vierten Schiedsrichter und Günter Netzer war im Spiel. Hennes Weisweiler stand fassungslos daneben. Was macht der denn da? Denn er sah nicht, dass er außerhalb des Spielfelds lag. Er hatte so ein bisschen Angst, 12 Mann auf dem Platz, alles passte. Und die Geschichte, man kann sie halt nicht erfinden, bereits 4 Minuten später passte der heute Vizepräsident Rainer Bono von der rechten Seite auf die linke Seite auf diesen Schuh von Günter Netzer und der nagelte den Torhüter Gerd Welz vorbei zum 2:1 der Borussia gegen den 1. FC Köln. Und Borussia Mönchengladbach wurde zum zweiten Mal DFB-Pokalsieger. Und jetzt bin ich vorsichtig. Hier sehen wir ein Lachen an Günter Netzer. Mehr konnte der nicht, ne? So war eigentlich sein Gesichtsausdruck. Und alle Gladbacher Spieler haben bereits das Trikot des 1. FC Köln an. Nur nicht Günter Netzer. Er sagte damals, auch im Zitat, ich gab mein letztes Hemd für die Borussia, aber mein letztes Hemd gebe ich nicht her. Wir haben es mittlerweile fürs Museum. Um die Geschichte zu 2018 heute rund zu machen, genau aus diesem Grund hat unser Maskottchen Günther das Trikot von 1973 an. In Erinnerung an Günter Netzer, an den legendären Spieler der Borussia zu den goldenen 70er Zeiten und, wenn Sie es nicht wissen oder jetzt hören Sie es auf jeden Fall, als einziges Maskottchen der Fußball-Bundesliga ohne Werbung. Hat nie das aktuelle Trikot an, sondern immer noch das alte. Ja, haben so ein bisschen wieder was dazugelernt. Dann hier, ein Tag ins goldene Buch der Stadt Mönchengladbach und dann ging er für die Rekordsumme damals von 700.000 D-Mark, das sind 350.000 Euro für euch, wechselte er zu Real Madrid. Dafür kriegst du heute nicht mal einen Greenkeeper. So hat sich das ja. So, viel zu Günter Netzer. So, ich habe ja versprochen, wir machen da was Besonderes. Kommen Sie mit.
meine, dafür haben wir schließlich die Logen. Insgesamt an der Zahl 42. Und als damals in der Zeitung stand, der Rheinische Post, Borussia baut ein neues Stadion mit 42 Logen, haben die Klapper gedacht, jetzt drehen wir am Rad. Früher am Bökelberg hat man 9 kleine Logen, die waren auch nie mehr ausgebucht, und jetzt 42. Und wir haben keinen Leerstand. Meine Damen, liebe Gäste, hat sich also gelohnt. Und anders als in anderen Stadien sind die Logenbesitzer nicht voneinander getrennt. Es gibt also keine Zwischenwände. Außer natürlich hier, ganz klar. So, an der Wand sehen wir den Mann mit dem ausgestreckten Arm. Das ist der Hennes Weißweiler, von dem wir gerade draußen gesprochen haben. Hennes Weißweiler war auch was ganz Besonderes. Er war 11 Jahre lang Trainer bei Borussia Mönchengladbach. Aber nicht nur das macht ihn besonders, sondern er hatte niemals einen schriftlichen Vertrag. Er hat sich damals immer mit Helmut Grashoff bei Scheers Money in der Parkklause getroffen. Und dann hat man über die Pfefferminzchen gesprochen, was denn so drin wäre. Und dann kam die Frage der Fragen, machen wir noch ein Jahr zusammen? Ja, dann gab man sich die Hand und der Vertrag war besiegelt. Ja, früher galt das Wort des Mannes noch. Wenn heute ein Trainer unterwegs ist, fährt er mit 2 Anwälten im Notar so einen Vertrag und am Ende wird er doch gebrochen. Ja, alles ist heute abgesichert, das war früher undenkbar. Ja, und dann können Sie sich alle vorstellen, als damals Hennes Weißweiler sagte, nee, ich mache nicht mehr weiter, ich gehe nach Barcelona, da brach in Mönchengladbach eine Welt zusammen. Gladbach ohne Weißweiler, undenkbar. Ein neuer Trainer musste her, Udo Lattek. Aber Udo Lattek, kommt auch eine super nette Geschichte, Helmut Grashoff rief bei Udo Lattek zu Hause an. Er war gerade nach nur einer Niederlage bei Bayern München entlassen worden. Lattek, so stelle ich mir das immer gut vor, Helmut Grashoff, schönen guten Tag Herr Lattek, wollen Sie Trainer von Borussia werden? Da hat er aufgelegt beim ersten Mal, weil er dachte, da wird denn irgendjemand verarschen bei irgendeinem Journalist. Da hat er wieder angerufen und gesagt, nein, ich bin es wirklich. Ja, sagt Herr Grashoff, das ist ja ganz nett, ehrt mich auch, aber es gibt ein Problem. Ich habe heute Morgen schon bei Rot-Weiß Essen unterschrieben. Also musste Borussia den Udo Lattek aus dem Vertrag rauskaufen, obwohl er noch nicht eine Minute für die gearbeitet hatte. Und so kam Lattek zu Borussia und wir wurden noch 2-mal Deutscher Meister und Europapokalsieger, sprich UEFA-Cup-Sieger. Also, da hat sich damals gelohnt, Udo Lattek zu holen. Ja, beide nun im fußballerischen Himmel sitzen wahrscheinlich nebeneinander und diskutieren über alte Zeiten. Neue Zeiten sind die, wenn Sie jetzt mal Platz nehmen dürfen auf der VIP-Tribüne. Ja, folgen Sie mir bitte die Zeiten, wo Sie sitzen dürfen. Ja, ich glaube, so geht auch Fußball, ne? So sieht man sehr angenehm, oder? Ja. Ja, genau. Ja, jeder Logeninhaber hat natürlich in der gleichen Anzahl, wie er gestern hat, die gleichen Logenplätze hier unten in diesem Bereich. Ab dem Stankett runter, das sind die Plätze für die sogenannte Business Lounge. Da gehen wir gleich nochmal hin. Gleiche Kategorie, nur vom Preis her etwas anders natürlich gestaltet. Da, wo Sie gerade sitzen, da sitzt, wenn er dann hier ist, Jogi Löw. Ja. Ne? Also, da sitzen immer die Ehrengäste von Borussia Mönchengladbach. Ist ja noch warm, oder was? Ja. Apropos Wärme, die Sitze haben eine Besonderheit. Nicht nur, dass ein Borussia B natürlich hinten drin ist, sondern wenn Sie knapp 3 bis 4 Minuten auf dem Sitz sitzen, dann nimmt der Sitz die Körpertemperatur an. Das heißt, man friert dann auch nicht mehr. Das ist sehr angenehm. Der Hersteller der Sitze, Sie sehen das an der Seite, Firma Isri, das sind die gleichen Bauer, die auch für Audi die Autositze machen. Und zufällig ist die Firma eine Tochterfirma von Herrn Königs, dem Präsidenten von Borussia. Gut, nur so funktioniert das System. Ne? Wenn wir so umschauen, ne, auch hier wirklich der wunderbare Blick. Und wenn Sie sich nochmal rumdrehen, Sie sehen hier auch die VIP-Tribüne, die Logeninhaber. Alle in Weiß. Keiner bekommt sein Farblogo. Das war schon zu Anfangszeiten so, weil alle Logos sind silber. Weil man hier keine bunte Tribüne haben wollte, sondern eine edle VIP-Tribüne. Ja, viele mussten sich auch einstellen, gerade Firmen wie Coca-Cola, die fanden das nicht entwickeln, ne, die alle auf Rot gestanden haben. Aber da hat man damals gesagt, entweder oder. Und auch Coca-Cola war hier in Silber angebracht. Aber ja, nehmen wir mal die Firma. Was glauben Sie, was stellt die Firma IT16? Ach doch. Computer, ne? Kennst du? Ne. Glaubst du eine Idee? Keine Idee. Die Firma stellt Fußball her. Die Loge von Ibrahima Traoré, Rücken Nummer 16.
Der hat hier für seine Familie eine Loge gebucht. Ich kenne Ivo sehr, sehr gut. Ich fahre oft mit dem auf Lesetour. Morgen auch wieder. Morgen früh sind wir auch wieder bei einer Grundschule. Und Ibrahim Traoré ist ein absoluter Familienmensch. Und seine Familie wohnte damals in Paris. Und in der Nacht nach den Anschlägen hat er darum gebeten, seine Familie herzuholen. Dann hat die Borussia relativ schnell innerhalb von wenigen Stunden ein Unternehmen beauftragt und die Familie war in wenigen Stunden in Mönchengladbach. Und damit er immer weiß, wo die sind, hat er da noch eine Loge gepachtet. Das ist kein Witz. Aber zum selben Preis wie jede Firma auch. Keine Sonderrechte, nur weil es hier ein Profi ist. So viel mal zu der Geschichte, was da hinten steht. Sie sehen daneben, eine Loge ist nicht gebrandet, wie man neudeutsch sagt, die ist frei. Das war ein Inhaber, der hat sie nicht bezahlt und dann haben wir auch gesagt, dann darfst du nicht mehr da rein. Ne, die kann man heute pro Spieltag bieten. Dann ist auch immer so. Ja, erstmal so zur Information. Haben Sie hier noch Fragen? Fragen Sie ruhig. Nein. Ach so. Hier, die Firma soll. Du? Ach so, oh ja. Ja. Ihr seid doch ein Weiß. Vom Schritt zu passen. Würde schon passen. Was kostet so eine Tagesmiete? Die Tagesmiete kann ich Ihnen nicht sagen. Also das hält man auch recht zurück, weil man einfach sagt, Angebot und Nachfrage. Freiburg ist billiger als Bayern München. Ne, ist auch ganz klar. Aber ich kann Ihnen sagen, was eine normale Loge kostet. Eine kleine Loge würde ich Ihnen vielleicht anhand von zwei Zahlen so ein bisschen darstellen. In Leverkusen kostet die kleinste Loge für 8 Personen 79.000 Euro für eine Saison. In Mönchengladbach die kleinste Loge für 12 ebenfalls 79.000. Ja? Also wir sind im normalen Bundesliga-Level immer noch im Mittelfeld. Ich finde auch immer, damit muss auch bezahlt sein. In den 79.000 Euro ist dann drin Parkplatz für alle Besucher, Essen, Trinken, mittlerweile guter Fußball. Ja. Und was vor allen Dingen funktioniert, anders als in anderen Stadien, es ist wie gesagt so gebaut, alle können sich miteinander unterhalten, das Netzwerken funktioniert hier. Ja, wirklich, und sind wir ehrlich, dafür machen es die Firmen ja auch. Um Dankeschön zu sagen bei großen Kunden oder bei Mitarbeitern, aber um zu netzwerken. Und gerade so eine Familie wie Borussia Mönchengladbach, hier hat es eine Win-Win-Situation, hier gewinnt jeder. Ja? Warum soll man hier jemand anders nehmen, der irgendwas hier baut oder macht und tut, der hier eine Loge hat? Es gibt keine Not. Also kommen die Aufträge auch wieder zurück. Ja. Ich selber habe immer noch eine Dauerkarte, meine eigene im Block 12. Wenn ich hier nicht arbeiten muss, dann ziehe ich mich hier schnell um 3:45 Uhr. Dann renne ich rüber zu meinen Kumpels und esse mit denen eine Currywurst und trinke ein Gläschen alkoholfreies Bier. Und ich muss Auto fahren, ja, und gucke dann ganz normal Fußball. Denn immer, wenn ich hier Dienst habe, ist mir einmal rausgerutscht, dann habe ich den Schiedsrichter beleidigt und Herr Königs hat mich ganz böse angeguckt. Ja, das passiert, wenn man auch mal Fußballfan ist. Haben Sie sonst noch Fragen? Denn wir wollten ja die Kabine noch sehen. Ne? Ich habe jetzt schon mal, sage jetzt schon mal, der Schiedsrichter hat gerade die Tafel hochgehoben. Es gibt ein paar Minuten Verlängerung. Oder haben Sie Termine? Ich hatte ja versprochen, ein bisschen mehr. Okay, dann kommen Sie mit. Pro Spielzeit, inklusive Essen, Trinken, auch Platz, der natürlich sehr, sehr wichtig ist. Die Business Lounge, wenn sie ausräumen würden, hat Platz für 4.000 Personen und ist der größte Veranstaltungsraum in ganz München. So, die Business Lounge wird natürlich auch genutzt, um Dankeschön zu sagen. Dankeschön bei ehemaligen Spielern. So laden wir zu jedem Heimspiel zwischen 20 und 40 ehemalige Spieler ein, ohne die wir gar nicht hier wären. Und so haben wir an der Wand viele Nationalspieler hin. Mittlerweile die Borussia 37A-Nationalspieler gebracht. Links sind wir Marco Reus. Klar, allen bekannt, heute in Dortmund. Und für ihn tat es mir am meisten leid, dass die deutsche Nationalmannschaft ausgeschieden ist. Denn er war endlich mal fit und konnte endlich mal was reißen. Super netter, lieber Kerl, hab immer noch guten Kontakt zu ihm. Echt ein netter Bursche. Ich hoffe, dass er irgendwann mal so ein Ding oben in der Hand hält. Daneben Olli Neville. Olli Neville, Vize-Weltmeister mit Deutschland, Bronzemedaillengewinner. Heute der Co-Trainer der Borussia U19-Mannschaft und lange Kapitän unseres Teams. Uwe Rahn. Lange Nationalspieler, Torschützenkönig 87, 88. Daneben eine Brüder, der Spieler, der Deutschland gerade wechselte. Und wir sind ja alle noch im Spiel. 100.000 D-Mark. Molina, genau. Günter Netzer, Franz Beckenbauer hat man schon von gesprochen. Daneben Haki Wimmer, er kommt von Aachen-Brand.
Kabine U23, meine Damen und Herren, im normalen Betrieb hier während der Woche sind unsere Nachwuchsspieler hier untergebracht. Und wie man sehen kann, zwei geteilte Spinde. Der abschließbare Spind, der gehört unseren Spielern. Und in der Fußball-Bundesliga ist das die Kabine der Gäste. Ja, und die letzten 7 Heimspiele, alle siegreich bestritten, kann man sich vorstellen, dann werden hier die Tränen der Gäste getrocknet. Ja? Gehört alles mit dazu. Jeder Spieler hat natürlich einen eigenen Stromanschluss. Nach dem Spiel Föhn, Rasierer, Waffeleisen, keine Ahnung, was die danach machen. Ja, aber meistens hängen dort die Ladegeräte der Eierfone. Ja, gehört mit dazu. Aber wie gerade erwähnt, telefonieren ist hier verboten. Ja, denn die Geschichte ist legendär. Ich hatte auch wieder Dienst hier in der Mixzone nach einem U23-Spiel. Und die U23 konnte damals aufsteigen. Haben hier 3-0 verloren. Und das Erste, was die Spieler hier machten, erstmal posten, wie gut sie waren. Dann ist der Trainer, hier waren alle Türen zu, so ausgerastet. Ja, man soll sich erstmal mit dem Spiel befassen und nicht mit dem Handy. Und seitdem ist hier verboten. Ich nenne keine Namen, aber es war sowas von deutlich zu hören, das war unglaublich. Gut. Sie sehen hier Getränkestation, Früchtestation. Auch die ist in der Fußball-Bundesliga leer. Denn aus Angst vor Doping und Sponsorenverträgen bringt sich jeder Gast immer alles selber mit. Ja, gehört einfach heute mit dazu. Da, wo die Jungs sich gerade eingeschlossen haben, das ist die Trainerkabine. Dort zieht der Trainer sich um und kann da sich nochmal mit dem Co-Trainer halt unterhalten. Was macht man nach dem Spiel, nach dem Training? Duschen. Gucken wir uns an. U23-Kabine, Gästekabine. Die Sauna wurde vor 2 Jahren, neben jetzt vor 3 Jahren, gleich mitgebaut, weil wir gesagt haben, gehört zur Qualität einfach mit dazu. Das sogenannte Ermüdungsbecken gab es schon immer. Und die Kabine von Borussia, A-Mannschaft und der Gäste oder der U23 ist von der Größe her identisch. Völlig identisch, nur mit einer Ausnahme. Die Profis haben 2 Räume mehr, einen Besprechungsraum und einen Ruheraum. Weil wenn die 2 Trainings aneinander schlafen, hier in der Pause und bleiben hier dementsprechend auch im Stadion. Ja, Sauna, auch die ist vorbereitet für die Gäste in der Fußball-Bundesliga. Ob da jemals einer reingegangen ist, wissen wir nicht. Denn sobald der Zeugwart die Kabine des Gastes betritt, ist die Kabine für Borussia tabu. Außer für den Techniker, wenn irgendwas kaputt ist. Deshalb wissen wir es nicht. Auch das Entmüdungsbecken ist vorbereitet. Was glauben Sie, kaltes oder warmes Wasser? Kalt. Wie kalt ungefähr, was wird man schätzen? 10 bis 12 Grad. In der Tat haben wir hier eine Temperatur durchschnittlich von 38 Grad. Körpertemperatur. Die Muskeln eines Spielers gehen im Spiel auf knapp 50 Grad hoch. Dann legt man sich 8 bis 10 Minuten hier rein, dann werden die Muskeln wieder runtergekühlt auf 38 Grad, damit man keine Muskelverletzungen bekommt, keine Muskelfaserrisse etc. etc. Aber ich habe schon festgestellt, wir sind ja hier eine nette Gruppe, wir bleiben hier unter uns. Einmal in der Geschichte des Borussia Parks hat man hier in dem Becken nur 8 Grad. Da kam man ja selbst zur Köln. Nein, gut, ich meine, wir sind Gastgeber. Dann muss allerdings dazu sagen, Borussia ist ein super Gastgeber. Die 30 Grad, die wir hier im Bett gespart haben, die haben wir dann auf die beheizbaren Auswechselbänke gepackt. Die haben 70 Grad, das kann kein Spieler sitzen. Ey, das war mal ein Traum von mir. Und schöner, muss ich dazu sagen. Auch die Kölner hier ganz normal, 38 Grad. Ja, dort, um zur Kälte zu kommen, stehen die Eistonnen. Davon haben wir natürlich auch für die Gäste alles vorbereitet. Die haben mal eine Schlammtemperatur von 4 Grad. Und da kann man sich vorstellen, ich habe es einmal probiert. War noch nie so schnell aus so einer Tonne raus. Denn da schwimmt oben tatsächlich Eis. Ja, damit die Muskeln dementsprechend noch reichen.
So, liebe Gäste, meine Damen und Herren, ich darf mich recht herzlich bedanken, dass Sie heute meine Stimme ertragen mussten. Aber normal hört es sich etwas anders an. Ich hoffe, Sie sind auf Ihre Kosten gekommen, haben den Borussia-Park und die Borussia mal anders wahrgenommen als nur im Fernsehen und in der Zeitung. Sie hatten Spaß, als neu Zugereiste quasi spontan den Borussia-Park sich anzuschauen. Darf Sie vielleicht demnächst hier als Gäste dann im Stadion dabei begrüßen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag, vielleicht noch einen Aufenthalt in der Sportsbar, die bis 15 Uhr noch das Tagesgericht vorhält oder bis 17 Uhr warme Küche. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag, einen guten Nachhauseweg und mal bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Kommen. Danke. Vielen Dank. Thank you.